Das geschah beim letzten Mal. Ich wusste es. Und so geht es weiter. Ja, herzlich willkommen bei Folge Nummer 4 bei Resident Evil Zoe's End of Zoe. Wir sind, ja, wie man bestimmt gleich gerade schon gesehen hat, hier angekommen. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt weiter müssen. Und Zoe wurde entführt von diesem Vieh. Wo ich immer noch nicht weiß, wer das ist. Oder was das ist. Ernsthaft. Das ist ein Spielkrokodil. Oh, das ist ein richtiges. Da wollte uns das Spiel also vorführen. Aber nicht mit mir. Ja, vermutlich kommt noch so eine paar Sachen. Und da ist schon das nächste Krokodil. Ich habe den Kühlschrank aufgemacht, super. Wieso habe ich jetzt diesen Kühlschrank aufgemacht, wenn da nichts drin ist? Toll. Weltklasse. Ja, eine Mikrowelle ist ein Flusskrebs. Okay. Ich hab dich schon gesehen, keine Sorge. Du bist bestimmt nicht der Einzige hier. Die Dinger nicht einfach wieder rauszieht. Die versinken doch jetzt nicht 5000 Meilen unter dem Meer. Will ich den Metallschrott oder nicht? Irgendwie lohnt sich das nicht. Da ist noch Heilungszeug, das will ich allerdings haben. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Komm, putt. Da sind noch zwei. Ihr blöden Viecher. Wo noch einen Ast herkriegen. Okay. Ich mach's mal so, dass ich den da abwerfe. Dann da hin. Und schnell raus. Genau. Dann krieg ich noch einen Ast. Alter. Ich kann nicht wieder speichern.
Pfahlbombe. Okay. Nimm ich. Was hab ich hier noch? Noch ein Flusskrebs. Ich kann mich totschmeißen mit Flusskrebsen. Ja, und Heilmittel. Okay. So, Getier. Getier kombinieren mit dem. Habe ich noch mehr Heilung? Ich habe so viel Zeug zum Heilen. Wahnsinn. So. Jetzt will ich aber noch mal da unten gucken. Hier hätte ich auch rausgekonnt. Okay. Das wäre einfacher gewesen. Egal. Smash. Hast du mich verarscht? Du bist immer noch nicht tot? Geht doch. Na, super. Ich kämpfe auch mit beiden gleichzeitig. Das ist kein Problem. Was? Ein dritter noch? Das ist ein Schlag. Achso, die Tür einschlagen. Nichts hier? Nö. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das Zeug brauche. Das andere Champion Puppe. Oh, 5%. Das ist so gut wie 5 Puppen, Alter. Ich bin unbesiegbar. Ich bin sowas ähnliches wie Superman. Nur ohne Super. Ach komm, Krokodil. Den Dings spare ich mir. Jede Menge Speere. Dazu muss ich dich da besiegen, ne? Okay, überredet. Krokodil. Ich opfere einen Speer, damit ich viele kriege. Und noch eine Bade.
hier ist aber sonst nichts, ne? Nö, nö, nein, hier ist nichts. Okay. Ach, da komme ich von hier gar nicht ran. Scheiße. Oder? Natürlich nicht. Noch nicht. Jetzt komme ich da nur von der anderen Seite ran. Okay, wirklich den einen Speer hätte ich mir sparen können. Das ist schon wieder scheiße. Egal. Dahinter ist einer. Na? Hallo Junge. Was? Ich sehe dich schon dahinter, vergiss es. Du hast jetzt schon keine Chance. Zerstampft aber das Bein, aber er soll eigentlich den Kopf zerstampfen. Keine Puppe, könnt ihr jetzt auch schauen. Da ist doch noch was. Ein Torsüssel. Ah, schön. Können wir da tot schmeißen. Mit Heilungszeug. Ich kann das mit Ass kombinieren? Ich kann da eine Farbenbombe draus machen. Okay. Mache ich. Speere habe ich nämlich noch gerade ein paar. Und. So, einmal Speer. Vier Speere, zwei Astbomben. Ich glaube, da lässt sich schon was mit anfangen, ne? Er ist He-Man. Achso, da. Ich kann da unter. Ja, richtig. So, Alligatörchen, wo seid ihr? Kommt raus, kommt raus, kommt raus. Und taucht hier auch noch einer auf. Eine kleine Vorratskammer hier. Wie viele Speere habe ich jetzt? 8 Speere. Und jede Menge Futter zum Futtern. Ja, okay. Ach. Also ich würde ja so Maden und Flusskrebse und so nicht essen. Also jedenfalls nicht freiwillig, aber so. Nur wenn es nicht anders geht, also gar nicht anders, wenn es wirklich überlebensnotwendig wäre. Und selbst dann würde ich wahrscheinlich Maden, also Flusskrebse, okay, Flusskrebse kannst du, die schmecken glaube ich so ganz gut, so Krebsfleisch schmeckt ganz gut, aber so Maden und Tausendfüßler, nein. Da hängt noch eine Puppe, die will ich haben. Erstmal besiege ich euch. Ich wusste das. Wusste ich nicht, aber ich hab's geahnt.
Champion-Puppe, ne? Was hast du denn für ein Problem? Hallo? Bleibst du liegen? Oder? Ne, das ist eine Astbombe oder so, ne? Das wäre jetzt eigentlich mal ganz cool zu sehen, was passiert, wenn die da runterfallen und so ein Alligator haps. Weg. Also schon wieder ein weiter Weg, ne? Komm. Alligator, komm. Komm. Nein. Hä? Getroffen? Ja. Doch eine Champion-Puppe. Alter, ich bin unbesiegbar mit den ganzen Puppen. Jetzt wäre sonst zu schade. Und da ist noch einer. Das war knapp. Ich habe fast gedacht, ich treffe den nicht. Oh, wir waren schon durch den Sumpf. Diedel, diedel, Sumpf, dumpf. Wieso steht da jetzt schon wieder ein neuer auf? Schade, ich wollte eigentlich eine Kombi machen. Unbesiegbar. Oh, hä? Okay. Das war schon wieder mit Folge 4. Ich wünsche einen traumhaften Tag. Wenn ihr mehr davon sehen sollt, Abo-Button kurz drücken und dann geht das weiter. Ohne dass ihr großartig suchen müsst. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.